So, ist die Kamera an? Dann kann es ja losgehen. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem guten alten Köln. In dem heutigen Vlog geht es ausschließlich um die Artikel 13 Demo in Berlin. Christian, Umut und ich werden das komplette Wochenende da sein. Heute geht's los, am Freitag. Morgen ist die Demo, Sonntag geht's dann auch noch ein bisschen in Berlin rum und dann geht's auch schon wieder nach Hause. Und ja, wer das hat, kann uns einfach mal begleiten an diesem Wochenende, aber erstmal geht's zur Arbeit. So, nach diesem sehr erfolgreichen Arbeitstag geht es jetzt auch noch zum Hauptbahnhof. Dort treffen wir auf Christian und dann kann die Reise nach Berlin losgehen. Ich würde mal sagen, es ist Zeit. So, wir haben es geschafft, jetzt gibt's erstmal Abendessen. Lecker. Wir waren shoppen. Endlich angekommen. Es ist jetzt Kamera immer auf Chris gerichtet. 0:25 Uhr. Die Kamera bitte auf Chris gerichtet. Die Kamera nur auf Chris gerichtet. Sind wir nur noch dran gewinnen? Ey, ich denke mal, so viel werde ich jetzt nicht mehr aufnehmen. Jetzt mache ich den Sprung, wie weit es geht. Also, gute Nacht. Ciao. Warte. Guten Morgen aus Berlin. Und zwar haben wir jetzt 7:43 Uhr. Wir gehen jetzt in wenigen Minuten noch den Umut vom Flughafen Tegel abholen. Und dann drehen wir noch ein paar Runden in Berlin, gucken uns ein paar Sachen an, weil zum Beispiel der Umut, der war ja noch nie in Berlin. Wie kann man noch nie in Berlin gewesen sein? Das verstehe ich irgendwie nicht. Und danach geht's dann zur Demo gegen Artikel 13. Vom Potsdamer Platz aus geht's los und ziehen dann, glaube ich, bis zum Bundestag hoch. Die Strecke war auch mal interessant, aber einfach mitlaufen. Nie mehr CDU. Naja, ich kann ja mal gucken, wie weit die anderen beiden gerade sind. Da klappt Zahnpasta am Mund, wirklich. Danke. Nee. Und es dauert noch ein bisschen, bis wir los können. Ich hoffe, das kommt rein. Na gut, bis dann. Also am Rande. Das hier nennt sich Hauptstadt. Hier ist einfach mal so gar nichts los. Das ist die beste Ecke, okay? Hier ist nichts los. Hier ist der Dönerladen, hat noch zu. Und wir haben irgendwie 7 Uhr morgens. 8 Uhr, oder? Ja, 8 Uhr. 8 Uhr. Und der hat noch zu. Die Straßen sind leer. Wir gehen nachher auf eine scheiß Demo. Die wird voll. Ja, ich beschwere mich. Weißt du, warum dir nichts los ist? Weil alle schon auf der Demo sind. Die erst in 7 Stunden beginnt. Okay. Oder sie schlafen sich dafür aus, aber nein, die müssen Umut abholen. Ja, wir müssen Umut abholen. Nur weil er eine Klassenarbeit schreiben musste. Die er so oder so verkackt. Ey, wenn er nicht mindestens eine 2 oder so schreibt, dann schläge. Dann kommst du extra nach Köln. Köln, ja. Umut! Mario! Ich hab ihn vor euch gesehen. Alter! Sorry! Erst wenn Umut, da waren Leute downtick. Umut, wir haben gesagt, wir treffen uns vom Burger King hier. Wie gibt's denn? Gibt's hier einen Burger King? Da, wo wir waren. Wir müssen uns einfach nur davor stellen und treffen. Alles klar, alles gut. Wir haben gesagt, wir treffen uns heute. Willkommen in der Familie. Ich muss Bescheid sagen. Mann, du meinst mich aber wirklich in Ordnung. Nein. Es ist nicht drauf. Es ist nicht drauf. Nur dein Gesicht. Ich bin Lisa. Nein. Umut? Oder Französisch? Die. Damit du es Bescheid weißt, du musst mindestens eine 2 schreiben in der Arbeit, ne? Ja. In deiner Mathearbeit, die gestern war. Weil, Tami? Ja? Meinte, sie kommt so von Köln und schlägt dich. Ja. Dafür, dass ich jetzt extra hier um 8 Uhr angekommen bin. Ja. Ich hätte
Das reicht im Schlaf oder so. Nee, ich auch. Ich bin ein bisschen mehr. Sehr gut. Die Gruppe ist komplett. Bis auf Lisa, weil die kommt ja nicht mit bei der Demo. Oder Lisa kommt nicht mit bei der Demo, ne? Nee, ich bin 8. Von da sind wir für die Demo komplett. Yay! Das heißt, auf quer durch Berlin, ein bisschen Sightseeing für Umut. Was? Sag nur, dass wir noch Sightseeing machen. Was machen? Sightseeing für dich. Achso, ja, ja. Wir machen erstmal Sightseeing noch, also eine kleine Sightseeing-Tour für Umut, vielleicht die Fernsehturm wahrscheinlich, Laborator. Halt den Standard-Berliner-Scheiß, ne? Hast du schon immer die Kamera? Ja, die Kamera habe ich schon. Also was heißt schon immer? Seit Teil habe ich die. Das ist die neue. Also ist die neue, okay. Die ist mega geil. Wie teuer war die? 600 irgendwas. Naja. Ich bin eigentlich zufrieden mit der. Die ist, Ich zieh das halt ab. Was? Nein. Das ist nicht gern. Naja, auf jeden Fall quer durch Berlin, ein bisschen Zeit singen und dann geht's anschließend zur Demo gegen Artikel 3. Da wird die ganze Zeit gefilmt. Also, ein bisschen durch Berlin. Ich filme ihn nur das Essen, okay? Wie sieht es hier aus? Komm, das wird jetzt ab 16 geschaltet. Einen guten Appetit. Ja, ich kann nicht essen, wenn ich filme. Du Monster. Kannst du also nicht essen, wenn ich filme? Kann Spaß machen. Ich kann immer essen. Mhm. Bevor es auf die Demo geht, haben wir hier noch ein bisschen deutsche Kaugummi-Geschichte. Denn, naja, wie man auch mit diesem alten Stück, der mal rumgeht, alles voll mit Kaugummis. Läuft hier! Und was sagt ihr zur deutschen Kaugummi-Geschichte? Ich bin so schlecht. Zumindest alles auf, ne? Das nehme ich jetzt auch auf. Soll ich noch kotzen, damit es echter wirkt? Gut. Was ist diese Kaugummi? Kann man das nicht einführen? Also einschneiden? So gut sind meine Skills, meine Videobearbeitung Skills noch nicht. Was naja. Ist diese Kaugummis alles erzählen können? Alter, das. Da hängt. An diesem Stück Mauern hängt Speichel von Generationen von Leuten. Von und Tommy ist schlecht. Von Politikern, die die Welt bewegt haben. Genau. Und nicht genauso wie dieser Spasti Axel Voss. Und da hinten. Wie geht's jetzt in die Masse rein? Da hinten ist die Demo. Und in einer halben Stunde geht's los und die Straßen sind jetzt schon überfüllt. Beeindruckt. Beeindruckt. Ja, also die Kaugummis sind schon krass. Das ist eigentlich eine Manzi, keine Kaugummis. Die siehst du da unten noch so ein bisschen. Okay. Auf geht's. Langsam haben wir hier ein bisschen Stimmung. Ein bisschen. Wir wollen keinen Artikel 13. Wir wollen keinen Artikel 13. Umut! Mario! Umut, wo bist du? Umut! Das ist sowas von behindert. Das ist richtig unnötig. Warum? Keine Ahnung. Vor allem, warum bist du einfach abgehauen danach, als ich gerufen habe? Achso, okay, ja klar, dann. Ich würde echt mal jetzt gerne mal zwischendurch mal reinschneiden, wie es in den anderen Städten aussieht. Ja, mach das. Toll, voll motiviert. Ja, mach das doch einfach. Was soll ich sagen, Mann? Warte. Das Skript. Ja, frag nochmal. Den Text hinaus. Ja, frag nochmal. Also, okay. Ich würde gerne mal hier ein paar Szenen einschneiden, wie es in den anderen Städten aussieht. Wir sind gekommen. Was? Was?
Nee, ich kann nicht. Artikel 13, wir wollen keinen. 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 Wir wollen keinen. Artikel 13, ich will nur eine Szene aufnehmen. Nur eine Szene. Wir wollen keinen. Artikel 13, 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 wir wollen keinen. Aber wir wollen keinen Artikel 13. Hör auf die Nase, der Mann. Also, wie gesagt, ich frag mich, was Mario eigentlich gerade in Köln macht. Schalt mal einfach mal rüber. Mario, wo bist du gerade? Auf einer Demo. Und was machst du da? Demonstrieren. Keine Ahnung, wie lange wir jetzt schon laufen, aber so langsam tut's weh. Oder? Ja, genau, jetzt lauf weg, jetzt lauf weg. Nö, es geht. Oh Mann. Kann das sein? Nein, da hinten ist noch nicht das Ende. Wir haben keine Ahnung, wo dieser Demozug anfängt, wo er endet. Keine Ahnung, das ist so riesig hier. Fakt ist, wir wollen langsam zum Schluss kommen. Wollen wir zum Schluss kommen? Ja, tschüss. Brandenburger Tor. Nee, ich will zum Brandenburger Tor endlich mal ankommen. Ja, ich weiß nicht, langlaufen wahrscheinlich. Mal links rauf, dann wieder rechts, dann mal wieder rechts, dann links, dann einmal im Block. Ja, wir sind gleich in der Straße, check mein Charlie. Ja? Wahrscheinlich zwei praktisch die nächste Straße. Mal gucken, wann wir ankommen. Eine Ewigkeit später. Er ist Medienanwalt. Er hat über 600.000 Follower. Er zeigt ihnen die Stirn. Und sein Name ist Christian Solmecke. Hallo. Hallo Berlin. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuter und Solmecke. Und ich habe in den letzten Wochen viel über Lobbyismus und die Funktionsweise der EU lernen müssen. Und ich fand es beschämend, wenn sich Politiker plötzlich vor dem Willen des Volkes fürchten und plötzlich Abstimmungen vorziehen wollen, nur um dann doch wieder einknicken zu müssen. Ich kann es nicht kapieren, wenn sich Politiker Twitter-Accounts schnappen, ohne Sinn und Verstand twittern und damit doch nur offenbaren, dass sie vom Internet überhaupt keine Ahnung haben. Diese Politiker geben damit an, dass sie mehr Follower haben als ihr. Diese Politiker glauben, Google habe eingebaute Memes-Filter. Diese Politiker behaupten, das Geschäftsmodell von Google basiere ausschließlich auf Urheberrechtsverletzungen. Und diese Politiker meinen, Demonstrationen, Proteste und Videos seien alle von Google initiiert worden. Das Schlimme ist, diese Politiker ignorieren den Aufschrei der Massen. Ich hoffe, sie ignorieren euch nicht, die heute fast 40.000 hier in Berlin sich versammelt haben. Sie hören allerdings auch nicht auf ihre Digitalexperten. Und sie wissen vor allen Dingen, und das rüge ich ganz besonders, keine Antwort auf die Frage, wie groß ist das Problem mit Urheberrechtsverletzungen auf YouTube, Facebook und Co. eigentlich? Studien dazu fehlen gänzlich. Meine Kritik an Artikel 13 kann ich mit wenigen Sätzen sagen. Es sind nicht mal unbedingt die Upload-Filter, die natürlich kommen werden, die mir große Angst machen. Nein, es sind die Weltlizenzen, die die Plattformen künftig erwerben müssen. Diese Weltlizenzen sind ein Ding der Unmöglichkeit. Und man muss Verhandlungen führen. Und diese Verhandlungen ja mit dem letzten Aborigine in Australien, damit man von jedem Rechteinhaber auch wirklich alle Rechte bekommt. Und ich habe das hier bei euch auf den Plakaten gesehen. Auch ich bin Urheber, habt ihr geschrieben. Ja, alle, die hier fotografieren, sind Urheber. Und künftig müssen die Plattformen auch von euch die Rechte reinholen. Und das geht nicht. Das neue Haftungsregime, was Artikel 13 da etablieren will, kann man wie folgt etwa beschreiben. Stellt euch vor, ihr klaut einen nagelneuen silbernen Porsche Carrera 911. So, und diesen Porsche Carrera 911, den ihr gerade geklaut habt, den stellt ihr in meine offenstehende Garage in Köln. So,
Das fände ich ja grundsätzlich gut, aber ich fände nicht gut, wenn ich dann des Diebstahls bezichtigt würde. Und so ungefähr kann man sich das vorstellen. Auf einer Plattform wird was hochgeladen und die Plattform wird dann des Diebstahls bezichtigt. Das geht meines Erachtens nicht. Und dann kommen wir noch zu den Upload-Filtern. Die Upload-Filter, naja, auch da habe ich ein Beispiel für euch. Stellt euch da mal vor, ihr wollt einen Thunfisch fangen im Atlantik. Und euch fällt nichts anderes ein, als jetzt ein riesiges Netz zu nehmen und den gesamten Atlantik zu durchfiltern. Natürlich werdet ihr auch einen Thunfisch dabei haben, aber ihr habt auch eine Menge Wale dabei, ihr habt eine Menge Delfine und kleine Fische dabei. Und genau das machen diese Upload-Filter. Sie sind völlig überdimensioniert und sie taugen nicht, um die Ziele zu erreichen, die sie erreichen wollen. Essen Zug frühstücken oder? Antwort will ich auch. Ich hab's falsch gemacht.